Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen zu Kekser spielt Minecraft, dem Let's Play mit todesmutigen Klippenspringern. Ich habe gerade überlegt, ob ich da runterspringen soll. Ja, das mache ich jetzt, oder? Hoffentlich treffe ich das Wasser. Oh, meine Herren, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Okay, wofür hast du eigentlich ein Boot dabei? Zum Tauchen ist ein U-Boot. Nein, erzähl keinen Blödsinn. So, wir müssen einmal hier um die Ecke herum. Und dann bin ich mir sicher, dass es nicht auf der Insel war, sondern auf der Insel. Wir sind auf der Suche nach dem verschollenen Dorf. Also das Dorf, was ich in der letzten Folge irgendwie im Dunkeln gesehen habe. Und was ist das? Da oben. Da oben kommen sie. Okay, folgendes. Ups. Ja, geht doch. Mach doch. Geht auch direkt viel schneller. Hoffentlich macht der Rechner das mit. Der muss dahin jetzt noch ein paar Chunks laden. Hängt schnell also auf hier. Fahr ein bisschen langsamer. Ups, ups. Wo fährst du hin? Tada! Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Nein, hör auf zu singen, das will doch keiner hören. Mann, was machst du für einen Blödsinn hier? Oh, hoffentlich ist da oben noch jemand. Sieht zu verlassen aus. Nicht, dass sie alle jetzt... Oh, da hinten ist noch ein bisschen Eisen. Das ist definitiv auf jeden Fall ein neuer Chunk hier. Das ist... Komplett 1.19.9. Wo ist denn da der Kai? Wo kommt man da hoch? Die Mauer, die hast du da hinten gebaut, auf der Seite. Man kann sich hier den Nacken nicht verrenken, das geht nicht. Ja genau, man muss es irgendwie so machen. Ja, da, guck mal, da ist auch ein Eingang, da kann man rein. Was hält denn davon? So, 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 dann dahin, dann noch weiter. Du kriegst das hin, ne? Ja, das kriegst du hin. Guck mal, trockenen Fußes trägt. Lass ich die Nussschale hier? Ja, ich glaube wohl, ne? Die brauche ich ja jetzt hier nicht. Hallo? Bisschen Kupfer? Ja. Ich komme in friedlicher Absicht. Ich bin nur neugierig. Ganz viele Bassis und Schweinis. Ja, das ist freilaufende Schweine. Respekt. Und die Kühe laufen durch ein Dorf. Sind das heilige Kühe? Bin ich hier in Indien? Also dieses Biom oder diese Dasche. Wow. Ja, eine coole Höhle. Da könnte man... nein, da kannst du jetzt nicht. Du wolltest in das Dorf. Wenn ich denn dahin komme, wenn ich den Weg finde. Ist das hier? Es ist auf jeden Fall jemand da. Ist das Keramik? Ist das Sandstein? Ist das... Ein rotes Bett. Also, da schläft die Puffmutti. Nein, hat keiner gehört. Ein oranges Bett. Was hat denn der Erdklumpen da drauf zu suchen? Was macht denn das hier? Da schlafen denn die Holländer, ne? Ja, Oranje, Boven kriegt dann eine ganz neue Bedeutung. Apropos Boven, ich glaube, ich muss hier nach oben. Ja, Boven. Okay, hier geht's weiter. Ein Golem. Warte mal, warte mal. Was hat der denn dahin? Interessante Kleidung. Ich glaube, hier möchte ich mal ein Foto von machen. Haben die denn sogar Gardinen hier? Vorhänge? Respekt. Sieht cool aus. Ja. Okay. Brauchst du gerade nicht mehr, ne? Akazien-Setting. Habe ich schon Akazien? Ich glaube, ich habe tatsächlich nur keine Akazien. Den Rest lassen wir da. Wir wollen ja nicht alles klauen, oder? Nein. Ne? Das ist nicht fair. Das machen wir nicht. Ich muss mal gerade eben gucken, ob ich da vergessen habe. Okay. Lass mal eben gucken. Hallo, du bist ein Schmied? Ein Panzermacher. Kohle habe ich gerade nicht dabei. Ein Smaragd hätte ich rein zufällig. Habe ich den gerade gefunden. Den möchte aber zu viel haben. Was ist er denn? Ein Gerber. Leder habe ich selten. Ich meine, eine gefärbte Lederjacke. Das ist jetzt nicht so weit. Aber da hinten ist noch ein Dorf. Eine deutlich höhere Dorfdichte als in meiner Welt. Oh, da unten geht es sogar noch weiter. Respekt, wer hat den da unten gebaut? Wie kriege ich denn das auf dem Schirm? Ich müsste mich mal eben so... Cool, ich falle hier gleich runter. Ich möchte ein Foto von... Warte. Nee, kriege ich nicht hin.
Ist auch egal. Aber da unten muss er auch mal hin. Ich war aber hier oben noch nicht zu Ende. Ist es schon wieder dunkel? Nein, es wird nicht dunkel. Das sieht nur so aus. Was ist das hier? Okay, einfach ein überdachter Tisch. Leise Katze. Okay, Katzen. Ein Pferdestall. Noch eine Katze? Ja. Kann man machen. Die sieht ja schön aus. Mit der Tränke da dran oder so. Cool gemacht. So, wer wohnt denn hier? Der Bogenmacher, würde ich sagen. Wieso hat er denn zwei Türen? Ist wahrscheinlich eine gespaltene Persönlichkeit, so wie ich. Der guckt mal links rum, mal rechts rum rein. In dem Haus waren wir auch noch nicht. Sag mal, die haben ihre Handtücher zum Trocknen nach draußen gegangen. Kessel! Kessel? Ups. So setze ich den jetzt. Erdblock. Die braucht gerade keiner, oder? Nee, wir sind. Die wissen ja gar nichts damit zu tun. Oh, 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 oh. Ja. Lass mich raten, hier war kein Bett drin. Oh, Manno. Der läuft jetzt an mir vorbei, oder? Der sieht mich ja jetzt nicht. Die Tür ist ja zu. Ja, und dann kann ich von hinten den Überraschungsangriff starten. Hallo, Zaka! Du machst hier keinen Ärger im Dorf. So nicht, mein Freundchen. So nicht. Okay, da ist auf jeden Fall was Buntes drin. Das möchte ich mir anschauen. Oh, Keramik. Ein Schmelzofen. Ach so, das soll einfach nur... guck mal eben einer weg. Ich glaube, den hätte ich gerne. Orange glasierter Keramik. Die sieht schön aus. Sollte ich nicht wie in der Hand mit mir rumschleppen, damit sofort jeder sieht, dass ich die da gerade geklaut habe? Nein, die habe ich nicht geklaut. Ich nehme die nur zu Anschauungszwecken mit. Ist er da hinten in einem Dorf? Da hinten ist noch Licht. Wo kommt er denn jetzt wieder her? Was willst du jetzt hier? Ja, der Golem hat gerade keine Zeit. Ich mache eben seine Vertretung. Zack. Oder ich möchte eben schauen. Da war noch mehr Licht. Ich glaube, das ist einfach nur... Oh, oh. Heimisches Creeper-Treffen. Und noch einer. Meiner Herr, lauf doch nicht so in Zickzack. Hast du getrunken oder was? Oh, das Skelett läuft in die Richtung. Dann laufe ich lieber in die Richtung. Warum kann ich nicht rennen? Weil du zu doof zum Rennen bist. Kannst du mir auch nicht sagen. Tut mir auch weh. So, jetzt müsste ich doch mal eben... die Glocke läuten war, glaube ich, keine gute Idee. So, da... Oh, oh. Da unten ist ein Zombie. Der wollte aber schon an den einen nach... Litscher vorbei. Ja, was, kommst du hoch oder soll ich runterkommen? Ja, was ist jetzt? Hallo? Ja, ihr seht ja schon, wie der kommt. Wir werden uns nicht einig. Nee, so wieder nix. Ups. Ja, diese... Ja, ich muss wieder alles selber erledigen. Ich muss wieder zu dir kommen. Claro. So, hier ist ein Bett. Was war das? Ich hatte gerade ganz komische Geräusche. Welches ist das? Ich sehe aber keinen Regen. Hört sich mal wie Regen an. Ach, da regnet's. Das ist ja kultig. Ja, ja, das ist in der Ebene. In der Tiefebene, da regnet es hier oben auf den Bergen nicht, ne? Ist immer so. Ist klar. Ey, was haben die sich denn da wieder ausgedacht? Okay, hier ist das Bett auch. Der passt da wirklich rein. Der passt da mit Erdblock rein. Sieht ein bisschen aus wie Houdini, oder? Hm. Ja. Das bringt mir wahrscheinlich nichts. Das Foto kann ich wahrscheinlich nicht verwenden, oder? So, was machst du jetzt? Du bist aber jetzt nicht so ein kleiner Spanner hier, der nachts da hinterm Haus steht und zuguckt, oder? Nein, er will nicht mit mir handeln. Nein, will er nicht. Ja, dann nicht. Okay, dann machen wir uns auf den Weg und schauen nochmal eben da unten rein. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Das ist einiges. Hier müsste man eine Brücke in die Höhle machen. Oder in die Höhle. Wie habt ihr denn den Weg hier angelegt? Wie soll man denn da vernünftig runterkommen? Ach, das ist ein Haus. Ich dachte, das ist eine Treppe. Orange Katze. So, hier kann man... Ja, miau. So, wer wohnt hier? Papa Schlumpf? Nein, keine Ahnung. Ach, ha. Gibt's ja irgendwo ein freies Bett? Ich meine, ich kann euch ja natürlich auch einfach rausschmeißen, aber ist jetzt nicht die höfliche Art und Weise. Hm. Ich könnte ja auch eben baden gehen. Ups. Blub, 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 blub. Okay, so, jetzt schauen wir hier nochmal. Was haben wir denn?
regnet's? Hier nicht. Jetzt mit Regen. Und jetzt nicht. Ja, Wetterphänomene gibt's hier. Respekt. Okay. Entschuldigung, wollte ich nicht wecken. Der Geistliche. Ja. So viel verrottetes Fleisch habe ich dann doch nicht dabei. Okay, was hast du noch? Warte, das nehme ich doch nicht mit. Ja, leg dich wieder hin, lass dich nicht stören, schlaf weiter, träum süß. Okay, Lohn habe ich selber. Oh, ein Braustand. Hm. Wenn ich den jetzt abbaue, hat der Geistliche keinen Beruf mehr, oder? Egal. Habe ich gedacht, ich nehme einfach mal mit. So, was ist er jetzt für einer? Das ist mit dem Monokel. Ich bin nicht so ganz sicher. Bibliothekar, glaube ich, oder? Hier wohnt aber jemand Besonderes, oder? Das ist schon ein Highlight hier. Der Kartenmacher. So ein Ding habe ich aber selber, glaube ich, auch. Papier. Nehme ich das mit? Nein, nehme ich nicht mit. Papier habe ich selber. Brauche ich nicht einfach so mitnehmen, oder? Da kommt gleich jemand. Aber ich glaube im realen Leben, nicht im Spiel. Das soll uns jetzt aber nicht ablenken. Okay, die drei Handtücher, da kann ich die mitnehmen? Braucht die gerade jemand? Die hätte ich, glaube ich, gerne. Ja. Oh, das ist runtergefallen. Das ist das Handtuch wieder nass. Okay. Das. Ich hätte jetzt vielleicht auch eben ein Bett haben müssen, ne? Nee. Guck mal. Wie gehen wir da um? Gehen wir da hinten noch zu dem Dorf? Oder fahren wir erstmal Richtung Heimat und überlegen uns, was wir in dem Dschungeldorf weitermachen? Ich bin so hin und her gerissen. So hin und her gerissen da hinten. Jetzt bin ich schon einmal hier. Aber das andere Boot von mir ist jetzt da. Komm. Was soll der Geiz? Ich glaube, ich laufe einfach schon mal hin. Dann habe ich schon mal bisschen was mit der Strecke erledigt. Ob wir das dann noch in dieser Folge erreichen, das Dorf, das wage ich zu bezweifeln. Ich sollte vielleicht ein bisschen auftauchen, ne? Ja, das wäre sinnvoll. Und dann können wir in der nächsten Folge vielleicht mal schauen, was in diesem Dorf so abgeht. Das auch so interessant ist. Sachen sehen, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Ich weiß es nicht. Was? Ich wieder zu ertrunken, oder? Doch, natürlich. Oh, verdrecks Neues hier. Ich hab's gleich geschafft. Ups. Der kommt nicht raus, ja? Der kommt nicht hinterher. Mal eben kurz gucken. Mann. Wo ist der denn überhaupt? Ich hab den gar nicht gesehen. Hört ihn ja immer nur. Da unten, so. Kann man die Dinge eigentlich einsammeln? Nein, kann man nicht. Au! Das war ein Tür, glaube ich, ne? Oh. Da ist ein kleiner davon. Nein! Ich wollte doch noch ins andere Dorf. Der Kekser wurde vom Ertrunkenen aufgespießt. Mann. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich jetzt wiederbeleben werde. Ihr auch nicht. Also müsst ihr euch bis zum nächsten Samstag gedulden. In diesem Sinne, schöne Grüße von Niederrhein und Schüps. Bidüps. Oh Gott. Warum bin ich nicht einfach weitergelaufen? Warum? Und die ganzen schönen Sachen, die ich eingesammelt habe, alle weg. Nein.